Gegner Crotophil hat sich in den letzten 10 Jahren mit Industriesteuerung sehr intensiv beschäftigt, hat neue Angriffsvektoren erforscht, hat Verteidigungsmechanismen vorgeschlagen und wird uns jetzt durch die Details der Industriesteuerung führen. Herzlich willkommen. Danke. Also erstens vielen Dank, dass Sie alle hier da sind. Vielen Dank für die Einladung. Das ist wirklich meine große Ehre, hier zu sein. Und also die Vortragenden sind alle so unglaublich. Und die Publikum hier ist alles so unglaublich. Alle interessieren sich für das Thema. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und danke, vielen Dank für den Veranstalter, für wirklich tolle Arbeit. Also das ist so sehr langer Titel, also auf Deutsch klingt alles viel zu lang, leider. Also ich musste die Folien anpassen. Also erstes, also kurz über mich, zu meiner Person. Ich bin ukrainische Deutsche, die in 3 anderen Ländern lebte und arbeitete. Also ich bin eine Kosmopolitin. Ich arbeite als Senior-Sicherheitsingenieurin für Automatisierung in einem großen Unternehmen und ich spezialisiere mich eigentlich seit fast 10 Jahren. So ist das sensibel. Echt? Das ist doch ein Papier. Auf Red Team Sicherheit und passen Sie bitte auf, ich nutze nicht den Wort offensive Sicherheit. Das ist doch negativ. Also Red Team Sicherheit für die kritischen Infrastrukturen. Oh Gott. Bitte. Also mein Fokus ist Verursacher nicht, das ist nicht doch ein Papier. Haben wir etwas anderes hier. Von physikalischen Schaden, zum Beispiel für physikalische Prozesse oder Industrieanlagen. Also wie man mittels Cyberangriffen etwas zum Absturz bringt, zerstört oder in die Luft jagt. Also Herr Honk van Kase, Manuel Artug, also known as Manuel Artug. Also wollte unbedingt, dass ich diesen Vortrag auf Deutsch halte. Dann musste ich meine alle englischen Texte, man sieht das nicht wirklich gut. Mach weiter. Nee, Sie müssen das Bildchen sehen. Ja, auf Deutsch übersetzen. Und wenn man sicherheitsenglische Begriffe auf Deutsch übersetzt, dann klingt irgendwo so. Das ist wirklich total komisch. Also zum Beispiel Payload ist Nutzlast. Ja? Und also das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich musste das zusammen mit meinem Deutschlehrer machen. Und also der Vortrag kostet schon fast 200 Euro. Ich sage nur, alles für dich. Aber wie Sie wissen, das Leben passiert uns alle. Und wenn der nicht weiß, Deadline fährt. Oh, man sieht nicht. Okay, ich weiß nicht, sollen wir einen anderen Laptop benutzen? Okay. Also, ich habe das wirklich. Ich habe das wirklich geplant, die ganze Woche wirklich Vollzeit auf meinem Vortrag zu arbeiten. Ich habe mit meinem Deutschlehrer Stunden gebucht und dann die Woche war ein bisschen so hektisch. Dann habe ich so einige Sachen sehr gut gemacht, vorbereitet, übersetzt, hier ausgedruckt und einige muss ich heute freisprechen. Dann wird man schon merken, welche Folien sind besser vorbereitet als die anderen. Ja, so ist das Leben. Und ich weiß, was du sagen wirst. Okay, danke. Okay, dann bevor ich anfange, dann selbstverständlich Einführung, weil also wir müssen schon die Bühne setzen, also wir müssen über mit denselben Begriffen sprechen. So, hier ist eine Anlage. Wie geht ihr vor?
ja, wie machen Sie diese Anlage kaputt? Also alle denken, das ist wahrscheinlich so einfach oder so, aber normalerweise niemand weiß, wie man das genau macht. Und dann normalerweise gibt es zwei gegensätzliche Ansichten, ja, bezüglich Ausführung des physikalischen Angriffen. Einige sagen, hey, das ist so trivial, schau mal dich der Stand der ICR-Sicherheit an. Ja, das ist alles so unsicher, das ist alles einfach. Und die anderen Sachen sagen, hey, das ist fast unmöglich, wirklich physikalische Schaden verursachen. Diese Prozesse sind äußerst komplex und sicherheitstechnisch ausgereift. So, und typische Erwartung über Vorgehensweise, so dass man, wenn man sich in die solche Steuerungsnetzwerk eindringt, dann wird dort irgendwelche diese Wundertaste geben, dann drückt sie man an und die Anlage geht kaputt, genau wie man das sich vorgestellt hat. Aber in der Realität, diese Taste, Wundertaste existiert nicht. Also eigentlich der Angreifer muss dieses Schadensszenario noch zu entwickeln. Und eigentlich die Angriffe für strategischen und dauerhaften Schaden sind prozessspezifisch. Und man muss wirklich verschaffen ein sehr gutes Prozessverständnis. Zum Beispiel, Angreifer muss ein detailliertes Schadensszenario entwickeln. Also man kann schon Wissen und allgemeine Wissen haben, was bringt eine Pipeline zu explodieren. Aber was bringt die richtige Pipeline zu explodieren in die richtige Anlage? Und dann, weil der Prozess ist nicht immer verwundbar, aber in nur spezifischen Zuständen, dann bedeutet das, was bringt die richtige Pipeline im richtigen Moment zu explodieren. Und dann plötzlich ist das nicht alles so einfach, dieses Boom zu bekommen. Und so, was ist eigentlich diese sogenannten industrielle Steuerungssysteme, oder wir nennen sie momentan ICS oder kritische Infrastruktur, Steuerungssysteme, was noch nennen wir heute ICS. Ja, es gibt zwei, selbstverständlich, es gibt ein Netzwerk, die besteht aus zwei Teilen, Corporate IT, das, wo die Leute teures Whisky trinken und zu Party gehen. Und ja, auch eine Krawatte tragen. Und es gibt ein industrielles Netzwerk und dort gehen zur Arbeit ganz normale Menschen. Und das ist dasselbe Computer, aber das ist so, dass es, obwohl das ist alle Informatik eigentlich, ja, die IT-Menschen betreiben Corporate Network und diese Ingenieure oder Betreiber betreiben diese industrielle Netzwerk. Obwohl das ist alles Informatik. Und dann haben wir physikalische Prozesse. Das ist alles, wo die das ist disziplinarisches Ingenieurwesen. Und das ist von hier, diese Informatik-Ingenieurwesen, haben wir dieses Konflikt, wenn die Leute einander nicht verstehen, weil die Ingenieure viel, viel vorsichtiger, sie müssen im Voraus alles überlegen und Informatiker sagen, okay, wir machen dann, sehen, wie es das läuft, ja, wann korrigieren und neu machen. So, und das ist deswegen, diese Vorgehensweise sind öfter verursachen die Konflikte. Und diese ICS-Systeme auch heißen cyberphysikalische Systeme, weil sie sind die IT-Systeme, die in eine Anwendung in der physischen Welt eingebettet sind. Und mache das sofort so. Und das ist typische Netzwerkinfrastruktur, also was Sie früher gesehen haben. Ja, das ist normalerweise bauen wir die Netzwerke so. Und das heißt Purdue Layer Model, Netzwerk Layer Model. Ja, unten haben wir physikalischen Prozess. Dann haben wir Level 2 Feldgeräte, Safety-Systeme. Dann haben wir, oh, für Supervisory Control habe ich gefunden hier. das war übergeordnete Steuerung. und dann ganz oben haben wir die Operations Management, so wie Planung, ein bisschen Optimierung und so weiter. Und dann haben wir Whisky-Netzwerk. Und ganz oben haben wir diese Cloud, Internet, Internet der Wolken und so weiter. So normalerweise, so werden die Netzwerke gebaut. Traditionelle Ziele der Angreifer waren schon seit 20 Jahren Espionage, Persistenz oder dauerhafter Zugang, Aufklärung. Aber seit kurzem ist es die Ziele der Angreifer wurden
werden physischer und physischer. Ja? Die entstehenden Trends, physikalische Schaden und Ransomware, obwohl Ransomware einfach bringt den Produktion zum Stillstand. Ja? Das ist auch physikalischer Schaden. Weil manchmal auch die Ausrüstung geht kaputt und so weiter. Und das ist Angriffsziel der Angreifer. Also diese physikalische Schaden, das ist, und wir in diesem Vortrag betrachten wir physikalische Schaden als Angreiferziel. So, und das ICS-Sicherheit eigentlich dann besteht aus zwei Bausteinen. Also eine ist IT-Sicherheit, ja, der Angreifer muss die Netzwerke übernehmen und Geräte und einfach Zugang verschaffen, aber dann erst alles Interessantes beginnt. Dann, wie man entwickelt diese Schadensszenario mit dem Auswirkung auf den Betrieb, also physikalische Schaden, Auswirkung auf Prozess oder Ausstattung. Und um das zu verstehen, wie baut man solche Exploits oder Schadensszenarien, man muss nur einzelne Konzept zu verstehen. Ja, dass Industrieanlagen basieren oder arbeiten am Regelkreiskonzept. Das bedeutet, wir haben immer Regelkreise mit dem Sensor. Also wir haben die Ingenieure entwickeln einen Prozess mit den Sollwerten und dann die Sensoren, Sensor misst Istwert, gibt das ein Steuerungssystem. Steuerungssystem kalkuliert den Unterschied zwischen Ist und Soll und dann schickt ein Kommando an Aktuatoren, das etwas zu korrigieren, sodass wir näher zum Sollwert kommen. Und das gibt es in dieser erste, auf Englisch heißt Regulatory Control. Dann gibt es, weil das Steuerungssystem hat nur ein lokales Bild von Prozess und er weiß nicht, wie geht es den ganzen Prozess insgesamt. Deswegen haben wir, ich muss das nicht anfassen, deswegen haben wir auch Bediener, die haben diese großen Bildschirme, wo sehen sie den Zustand in ganzen Prozessen und sie können dann angreifen, wenn der Prozess ist, nicht läuft, wie es soll. Aber die Prozesse werden so gefeintuned und so jetzt akkurat angestellt, dass wir so nah zu diesem Grenzen läuft. Deswegen brauchen wir also die Bediener sogar selber schon nicht in der Lage, das wirklich ganz granular zu steuern. Deswegen haben wir jetzt momentan viele Prozessoptimisierung-Applikationen, die kalkulieren auch diese Steuerungsbefehle und sie können sie schicken. Und deswegen, das ist so in ein Drittel und das ist hierarchische Architektur von Regelkreise. Und das alles, was ihr wissen muss über diese cyberphysikalischen Angriffe. Danach liest man einfach also Fachliteratur und kann man loslegen. Und eigentlich diese Netzwerkarchitektur, wie ich habe schon vorgestellt, das ist zum Beispiel Honeywell-Netzwerk. Das folgt diese alle hierarchische Regelkreise. Und diese Definition der Nahzeitabläufe geht nach oben. Also unten der Regelkreise laufen auf so Nanosekunden, Sekunden. Der Bediener schon Regelkreis ist in Minuten und diese Optimisierungsapplikationen, es ist Tagen, Wochen und diese Planning und Management manchmal, das ist ein Jahr, Monaten und so weiter. Das bedeutet, wenn der Angreifer zum Beispiel etwas auf Niveau von Optimisierungsapplikationen macht, ja, ich mache hier eine Änderung, die Auswirkung ist zu langsam. Ja, und das wird selbstverständlich, weil das ist schon aggregierte Daten, das wird auch nicht so präzise. Deswegen, wenn der Angreifer will tatsächlich so ganz, jetzt fallen mir die Worte, ganz präzise das Prozess steuern zu dem Schaden führen, dann muss das man wirklich den Angriff auf Niveau von dem Steuerungen ausführen. Das bedeutet also Nähe zu dem physikalischen Prozess und Feldgeräte. Das bedeutet, dass der Angreifer muss eigentlich die Steuerungen angreifen. Ja? Und das ist jetzt, wird alles viel komplexer, weil die Steuerungen, sie sind dann gebettete Systeme und sie haben kein Betriebssystem mehr. Das ist Firmware, alles läuft im Speicher. Plötzlich muss man komplett andere Fähigkeiten haben. Ja? Und dann je nach
Prozess, den Angreifer angreifen will, dann werden das ist unterschiedliche Modelle von eingebetteten Systemen, aber das ist dasselbe Prinzip Firmware und alles ist in Memory. So, deswegen so eigentlich, ja, meistens, ich arbeite meistens nur in diesem Gebiet. Oh, zweimal dasselbe oder wie? Oh. Ah, ja, nee, das ist hier Automatisierung, Animation. Oh, okay, ich mache das so. Also deswegen, also Angriffe auf physikalische Prozesse nennen sich cyberphysikalische Angriffe. Und in Massenmedien normalerweise werden sie als große Explosion dargestellt. Das ist zum Beispiel eine Explosion von Raffinerie in Texas. Und das ist nicht verursacht von Cyberangriff, das ist, war ein Unfall. Aber was interessant ist hier, dass es, Sie sehen viele Pflaumen und sie sind eigentlich zusätzlich photoshopped. Das gab nicht so viele Pflaumen. Um das, diesen dramatischen Effekt zu verschaffen, haben sie ein bisschen mehr zugemalt. Ja, aber normalerweise diese Explosionen sollen nicht passieren. Warum? Weil wir haben auch Betriebssicherheit, ja, oder Safety, Schutzmaßnahmen. Also was ist der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Betriebssicherheit? Weil normalerweise, wir haben nur ein Wort, ja. Normalerweise, wir haben Schichten der Sicherheitsmaßnahmen mit der Bedrohung, der Angreifer vielleicht kann sie überwinden und dann haben wir Sicherheitsvorfall, ja. Und normalerweise soll nichts passieren, weil wir haben noch Schichten der Betriebssicherheitsmaßnahmen und der Attacker, der Angreifer muss noch durch, bis er das Explosion verschafft. So, es gibt also diese Schichten, das ist, wie wir wissen sie als Sicherheitszwiebeln. Und genauso gibt es Betriebssicherheitszwiebeln. Und eigentlich so mehr detailliert sieht es so aus, dass es normalerweise der erste Schicht, das ist Prozessdesign in sich selber. Er muss sehr, sehr stabil, diese Sollwerte. Dann haben wir Regelkreise, ja, das ist zweite Schicht. Dann gibt es dritte Schicht, das ist Alarme. Ja, wenn der Bediener wird, also eigentlich diese Layer von Bediener, zweite Hierarchie von Regelkreise. Und das ist, wenn der Bediener können nicht mehr den Prozess in sicheren Zustand zurückbringen, dann haben wir noch eine Schicht, das ist Safety Instrumented Systems oder Sicherheitssysteme. Früher waren sie eigentlich so analog und wurden wirklich isoliert, das war ein isoliertes Netzwerk. Momentan sind sie digital und zunehmend sie sind auch verbunden mit dem Hauptsteuerungssystem. Also sie sind plötzlich jetzt angreifbar geworden, das ist so ein Problem. So, aber wichtig zu verstehen, wenn wir schon in diesem Schicht mit SIS, wir haben schon Vorfall, Shit ist schon passiert, ja, wir schon haben Überdruck. Noch ein, der allerletzte Schicht ist das, Moment mal, das heißt Burstscheibe. Rapture Disk. Das sichert einen Behälter oder System von schädigtem Druck oder Überdruck, in dem eine Einmalmembran zerbricht. So. Ah, Schutzscheibe. Im Prinzip wie ein Schutzscheibe. Okay, aber das, ja, das ist aus Wikipedia. Ja. Oh Gott, ich muss das nicht anpassen. Ja, okay. Ist das bei... Okay, auf jeden Fall dann, wenn es das, weil zum Beispiel der Überdruck kann größer als Design für diese Bertscheibe, dann kamen wir wirklich Explosion, dann rennen die Rettungsdienst und müssen dann Feuermänner, wo ist unsere Obi-Wan, dann Obi-Wans rennen. So. Ja, also wenn der Angreifer diese Safety-Systeme angreift, dann haben wir wirklich einen Boom, dann haben wir keinen Schutz. Also aus diesem letzten Folien, dann ist es jetzt uns klar, dass ein Angriff auf ein Sicherheitssystem kann das schädlichste Ergebnis eines cyberphysikalischen Angriffs verursachen. Das ist jetzt klar. So, und jetzt
Wie viel Zeit ist schon jetzt habe ich verbracht? Ja, ich war zu langsam. Okay. Muss ich jetzt ein bisschen schneller. Also, jetzt ist es ein bisschen so zu verstehen, die Bedrohungslage in ICS-Sicherheit und wie, was Angreifer machen und warum. Schauen wir uns jetzt, versuchen ganz kurz die Geschichte von Sicherheitsentwicklung in IT. Wie, und warum heißt das Race to the Bottom? Also normalerweise, oh Gott, bin ich vorbereitet. Ab jetzt, aber ich habe keine Zeit, alles vorzulesen. Ja, also im Bereich der Informationstechnologie klafft zunehmend eine Lücke zwischen den Fähigkeiten des Angreifers und der Verteidigers. Das ist normalerweise, diese Lücke ist 10 bis 15 Jahre. Ich versuche das jetzt schneller zu erklären. Also wenn wir dann irgendwie Workshop von Verteidiger, Angreifer und Verteidiger, also Offensive Workshops und Defensive Workshops uns anschauen, ja, dann Offensive Workshops macht man Reverse Engineering, Decoupling of Chips und so weiter, ja. Und der Defensive Workshop ist, ja, machen wir ganz saubere Kopie von oder forensisch gute Kopie der Festplatte, ja, so dass wir ja, also diese Fertigkeiten auch, es gibt ganz große Lücke zwischen so Offensive-Fertigkeiten und Defensive-Fertigkeiten. Und Sicherheit ist ein bewegliches Ziel. Also erst die Sicherheitsmaßnahmen wurden im Netzwerk eingeführt. Okay, angeführt, um Angreifer daran zu verhindern, Passwörter zu stellen und sich auszugeben als Kommunikationspartner oder Man-in-the-Middle-Attack-Angriffe durchzuführen. Später verlagerte sich die Sicherheit in den Computern und dann Betriebssystem. Als die Angreifer die Ausnutzung des Betriebssystems übten, müssten die Sicherheitskontrollen auf Softwareanwendungen ausgeweitet werden, was zu Lösungen wie Sandboxing Hypervisor führte. Doch selbst diese Technologien reicht nicht mehr. Der grundlegende, und das kommt jetzt, Fehler in der modernen defensiven Computersicherheit ist die Annahme, dass ein Personalcomputer oder Rechner nur ein einziger Rechner mit einem einzigen Betriebssystem ist. Tatsache ist, dass jede Hardwarekomponente, die früher dumm war, durch eine intelligente Komponente ersetzt wurde. Zum Beispiel haben die Netzwerkkarten jetzt eine eigene Firmware und einen eingebauten Webserver und führen komplexe kryptografische Aufgaben aus. Die Haupt-CPU eines Computersystems fordert diese anderen Computer für den Angriff auf die Daten. Ein moderner Computer ist nicht mehr ein Computer. Der Vorteil für den Angreifer besteht darin, dass diese anderen Computer fast alle Sicherheitsmaßnahmen, fehlen, die in modernen Betriebssystemen angebaut sind. Es ist jetzt derzeit weniger arbeitsintensiv, einen Rootkit für eine Firmware zu schreiben und zu warten, als die gleiche Rootkit-Funktionalität im Hauptbetriebssystem aufrechtzuhalten. In der Angreifer-Community wird es manchmal als Race to the Bottom bezeichnet. Sobald die Sicherheit auf irgendeine Ebene der Computer- oder Netzwerkarchitektur eingeführt wird, platzieren die Angreifer ihre Exploits eine Schicht tiefer. Während Windows vor nicht allzu langer Zeit eine eigene Firewall bekommen hat, beherrschen die Angreifer bereits ihre Fähigkeiten, Microchip auszunutzen. Und dasselbe, die Idee ist dann, wenn wir uns die Geschichte IT-Sicherheit anschauen und die aktuelle Lage für ICS-Sicherheit anschauen, dann vielleicht sehen wir dasselbe Trends und dann können wir bessere Prognose machen. Also, ich denke, ich muss wirklich schneller werden. Bis zum, wie viel, 10 Jahren? Ja, oder in kurzer Zeit haben sich die ICS-Gefährdungsanlage stark geändert. Ja, also in der Rest der Welt war
überall, so Rest der Industrie, unglaubliche Menge der täglichen Angriffen. Und ja, bis 2010, bis Stuxnet, wusste niemand, sogar nicht Internet, was die Steuerunganlagen sind. Also ich habe angefangen, bevor Stuxnet, und im Internet gab es keine Literatur. Man musste wirklich ins Bibliothek gehen. Ich habe bis jetzt noch Bücher, die ich gekauft habe, weil im Internet gab es nichts. Und die industriellen Steuerungssysteme, die Industrieautomatisierung hat den Weg der IT-Hardware-Entwicklung eingeschlagen. Was früher ein einfacher analoger Sensor war, ist heute ein IP-fähiger, intelligenter Transmitter mit komplexer Firmware, mehreren drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikationsmodi, einer großen Anzahl von Konfigurationsmöglichkeiten und sogar einem Webserver, sodass der Wartungspersonal das Gerät kalibrieren und konfigurieren konnte, ohne sich ihm zu nähern. Also das ist, ich habe das mein eigenes Foto von analoger Temperatursensor und jetzt ist es alles IP-enabled Supercomputer. Also das bedeutet, also jetzt können wir, also der Angreifer kann sich gemütlich die Exploits sogar im Sensor platzieren. Jetzt schauen uns kurz die Zeitleiste von in kurzer Geschichte von ICS-Angriffen, also was es jetzt bis jetzt passieren ist. Also das ist die offene Kenntnisse, was wir jetzt haben, also die erste aktive Aufklärungen und Einbruchsversuche und erste erfolgreiche cyberphysikalische Experimente in staatlich geförderte Labors, also wissen wir schon, sind ja circa 1999, also im letzten Jahrhundert. Und dann plötzlich, also wir denken, das war plötzlich, haben wir Stuxnet gehabt oder Stuxnet. Ja, geplante Operation zur Verhinderung des iranischen Atomprogramms. Also, die Vorbereitungen für Stuxnet haben in 2003 angefangen. Das ist jetzt die öffentliche Wissen. Und also eigentlich, das ist keine Überraschung. Ja, die Fähigkeiten waren schon da. Sie wurden schon entwickelt und sie wurden einfach benutzt, um dieses Atomprogramm zu unterbrechen. Und dann in 2013 haben wir Havex entdeckt. Das ist eine meiner Lieblingsmalware, ECS-Malware, weil also normalerweise diese Aufklärung von Steuerungssystem kann. Wir haben keine Tools für die automatische Aufklärung. Man muss fast alles manuell machen. Und das war erste Tool. Das war super kluge Idee, OPC-Protokoll zu benutzen, um das Feldgeräte zu enumerate. Wie sagt man enumerate auf Deutsch? Aufzählen. So, und dann, aber das ist noch, wir sind, also, weil Stuxnet sind wirklich ein Sonderfall, wir zählen das nicht. Bis jetzt, also bis 2015, das war alles so Aufklärungen und Bewaffnung von Fähigkeiten. Und dann plötzlich haben wir drei cyberphysikalische Angriffe. Zwei Angriffe auf ukrainische Stromnetze und dann haben wir auch in 17 Triton Angriff auf Safety-System. Also das ist schon öffentlich bekannte und ich betone, dass es öffentlich bekannte cyberphysikalische Angriffe. Weil sogar ist es nicht so, dass wenn es irgendwo Unfall auf dem irgendwelchen Werk gab, meistens niemand das macht irgendwelche forensische Untersuchung, weil oder das wird sogar nicht zu Cyberangriff zugeordnet. Also diese roter Rand, also ich war wirklich, habe Glück gehabt, dass ich eigentlich durfte diese drei Vorfälle untersuchen, also an Incident Response teilnehmen. Und also in 2015 offiziell, Incident Response wurde an Amerikaner oder so Unterstützung bei dem forensischen Untersuchung der Angriff, würden wir so sagen, wurde an Amerikaner gegeben, aber ich war in der Ukraine, habe auch mitgemacht und dann 2000, also in der Stroh in Triton war ich an einem Incident Response Team.
Und Triton hat wirklich so, dass schon, weil das ist Schutzsystem, das schützt die Menschen, das war wirklich überall in Nachrichten. Und interessanterweise, also ich habe in Business-Schule studiert, wo Fukami war mit dem Vortrag. Also bei uns gab es kostenlose so Wall Street Journal zu mitnehmen. Ja? Dann, von dort haben wir so finanzielle Nachrichten gelesen. Und ich würde mir nie vorstellen, dass ich irgendwo dort auftauchen wird mit dem Vorfall auf Safety-System. Also das ist in diesem Artikel habe ich ein Interview für diesen Artikel gegeben. Das war schon eine interessante Erfahrung. So, also kurz, was war Triton-Angriff? Dass der Angreifer erhielt Fernzugang zum Sicherheitssystem-Kommunikationsnetz. Also der Engineering Safety Sicherheitssystem Engineering Workstation hat zwei Netzwerkkarten, eine in der Hauptsteuerungsnetz und eine in Sicherheitssteuerungsnetz. Und so konnte der Angreifer Zugang verschaffen. Und was ist Triton in sich selber? Das ist eigentlich ein passiver Implant, den Angreifer in die Speicher der Sicherheitssteuerung angeschleust. Das ist also Triton läuft als Benutzer und also was, warum ich habe das passiver betont, weil der Implant in sich selber macht nichts. Er sitzt durch, es ist Remote Access Trojan oder Backdoor, also er sitzt dort, macht nichts, er wartet auf die weiteren Befehle. Also läuft ein Benutzerprogramm auf dem Controller, wird aktiviert durch ein spezielles Netzwerkpaket und kann lesen, Memory, ja, schreiben und dann ausführen aus dem Speicher. Und dann eigentlich wird dann Steuerung zu dem Sklaven von Angreifern. Das sieht, also wenn ihr das ist, die Schichten von wie das verschiedene Steuerungskreise sich uns anschauen, ja, dann der Angreifer hat eigentlich die größten Privilegien, ja. Auch die Firmware kann nichts mehr tun. Der Angreifer sogar sitzt zwischen Firmware und Feldgeräten, ja. Er hat größte Privilegien. Er ist ein Gott. Eigentlich wie eigentlich das. Das heißt, Moment. Ja, das ist die Leitplatte von Schneider Triconics Steuerungssystem. Und wie man sieht, die Kommunikationsprozessor, der spricht zu Feldgeräten und Main-Prozessor, wo Triton läuft, sie sind auf derselben Leitplatte und sie kommunizieren über Shared Memory. Das bedeutet, mit nur ein paar Zeilen des Code kann der Angreifer sofort mit den Feldgeräten kommunizieren. Und wenn zum Beispiel Steuerungsprogramm sagt, hey, wir haben uns unsafe Zustand, wir müssen jetzt alle Ventile runterfahren, der Angreifer sagt, nee, wir bleiben offen. So, das ist Worst-Case-Szenario. Und also bis jetzt den Schadcode für den wirklich physikalischen Angriff haben wir nicht entdeckt, weil wir haben den Angreifer den Angriff entdeckt, während diese Einschleusung des Implantes. Aber ja, das ist das Worst-Case-Szenario. Aber eigentlich das deswegen ist, weil die Steuerungssysteme machen nichts, außer führen Steuerungen unten oder nicht. Das ist, konnte nur ein Ziel des Angreifers sein. So, und warum ist das so alarmierend? Spezifisch dieser Angriff ist, weil die, ich habe hier so eine patriotische Texte irgendwie, wenn ich das noch finde. Auf jeden Fall, also was Sie sehen auf diesem Kuchendiagramm, das ist zum Beispiel Analyse von allen Regelkreisen in einer Raffinerie im Nahen Osten. Und wie ihr seht, dass nur 2% der Regelkreise, die brauchen diese High-Level-Protection von Safety-Systemen mit dem Safety-Integrity-Level 3. Das bedeutet, dass diese Systeme fast niemals versagen können. Also wir brauchen eine größere Zuverlässigkeit. Und das ist die Regelkreise, wo die Regeln, also die verhindern zum Beispiel Explosionen oder was ist auf Deutsch Toxic Releases?
Okay. Also das... Also das bedeutet, dass es wirklich, sie sind da, um die Leute zu schützen und die Kausalitäten zu verhindern. Und das ist schon, also das ist Angriff auf zivile Bevölkerung. Das ist schon außer, like, off limits. So, wenn wir jetzt diese alle drei Angriffe... Ja, wenn wir diese Angriffe gegen dieses Referenzmodell der industriellen Steuerungssysteme abbilden, dann werden wir feststellen, dass mit jedem Angriff der Angreifer ihre Exploits nach Netzwerkschiff tiefer verlagert. So wurde der erste Angriff auf das ukrainische Stromnetz im Jahr 2015 auf der Ebene der Mensch, also HMI, der Bedienstation, ausgeführt, indem die Kontrolle über die Bildschirm des Bedieners übernommen wurde. Bei zweitem Angriff in das Steuer befanden sich die Angreifer eine Schicht tiefer und führten ihren Angriff auf der Ebene der industriellen Steuerungskontrolle aus. Und bei dritten Angriff versuchten die Bedrohungsakteure, bösartigen Code direkt in dem Speicher der Speicherprogrammierersteuerung, also Steuerungssystem, einzuschleusen, wodurch sie sich sehr näher an den Feldgeräten platzierten. Das bedeutet, dass die Angreifer ihre Exploits in die unmittelbare Nähe der physikalischen Prozesse verlagert haben. Das liegt daran, dass die meistens eingebettete Systeme derzeit über keine Sicherheitsmaßnahmen gegen Shutcode verfügen und die Verteidiger wenig Erfahrungen mit der Durchführung von Compromise Assessment, habe ich nicht Übersetzung gefunden. Und keine Deutsche konnte mir damit helfen. Und forensischen Analyse diese Systeme haben. Also das bedeutet, dass ja, die Angreifer können, also wir haben schon Schutzmaßnahmen und also Sicherheitsmaßnahmen für industrielle Protokolle, tiefgeräte-technisch, für Windows-Maschinen, aber für hier auf dem Niveau von Steuerungssystemen, wir haben nichts. Sie sind Totalangreifer, wir haben keine Tools für forensische Analyse, wir haben keine Erfahrungen und ich sehe nicht, dass Sie in irgendwelchen noch 5 bis 7 Jahren auftauchen und wahrscheinlich 10. Das bedeutet, die Angreifer können nach jetzt 10 Jahren so sich dort wohlfühlen. Und mit all dieser jetzt zunehmende Anzahl von Fernzugang von Drittanbieter und so Maintenance und so weiter, dann können die Angreifer sich Zugang direkt in diese Störungsnetzwerke verschaffen. Und dann können sie schon wirklich die angebettete Systeme ausnutzen. Und eigentlich ist das, was ich wusste, dass ich nicht genug Zeit haben werde, weil eigentlich, wenn wir schon ganz pragmatisch sprechen, also als Angreifer, ich würde immer meinen Angriff auf die Steuerung ausführen. Warum? Weil das ist One-Stop-Shopping. Ja, einmal hin, alles drin, real. Weil ich kann steuern, ich kann Sensorwerte fälschen, ich kann Alarme unterdrücken, ich kann alles auf einem Gerät machen. Ich muss nirgendwo mehr gehen. Ja? Das ist sehr bequem. Danke. Ich habe noch 20 Minuten, alles gut. Oh, ich freue mich. So, und... so, bis heute, das war immer, also keine, also das ist, wir haben schon solche dangerous, gefährliche Angriffe, oh Gott, gefährliche Angriffe und dann das wahrscheinlich, was uns interessiert, ist, dass keine Regierungen, keine Staaten hat sich irgendwelche offizielle Bedenken ausgedruckt. Ja, mindestens, oh, wir bedenken, dass so etwas passierte. Ja, das eigentlich hat niemand etwas gesagt. So, und jetzt habe ich dazu einen Text. Bis heute ist es unklar, wie diese Angriffe aus rechtlicher Sicht zu bewerten sind. Während des Angriffs auf das ukrainische Stromnetz im Jahr 2015 waren rund 250.000 Menschen
eine Stunde lang ohne Stromversorgung. Zu diesem Zeitpunkt verurteilte keine nationale Regierung die Durchführung dieses Angriffs. Und infolgedessen wurden Angriffe auf kritische Infrastrukturen stillschweigend als neue Normalität akzeptiert. Dieses Phänomen wird manchmal als Normalisierung der Abweichungen bezeichnen. Auf Englisch Normalization of Deviance kann man auch googeln. Das ist offizieller Begriff, wenn etwas Falsches als Normales zu Normalem wird, neuem Normalen. Ein ähnlicher Angriff auf das ukrainische Stromnetz im Jahr 2016 betraf 225.000 Menschen und wurde ebenfalls von rechtlichen Standpunkt aus nicht diskutiert. Die Situation wurde 2017 noch kritischer, als die Angreifer mit Triton-Exploit auf die Sicherheitssystem zielten. Und weil dieses System zur Zivilbevölkerung sollen die Zivilbevölkerung in den gefährlichen Anlagen von giftigen Freisetzungen oder Wolken oder Explosionen schützen und sollen Kausalitäten verhindern. Indem die Angreifer diese Systeme in Visier nehmen, bringen die Bedrohungsakteure bereitwillig Menschenleben in Gefahr und verweigern ihnen das Recht auf Sicherheit. Deshalb ist es von größter Bedeutung, und die Durchführung von cyberphysikalischen Angriffen mit Hilfe internationaler Gesetze zu regeln. So, deswegen sind wir hier, ja. So, aber und wir verstehen jetzt, dass eigentlich es gibt Potenzial von menschlichen Kosten in Cyberoperationen. Also die Angreifer wurden viel, viel, viel vorgeschrittener, weil eigentlich, wie wir wissen, dass eigentlich die, es ist schon schwierig und das ist schon so exotischer Skill oder Fertigkeit, Exploits für eingebettete Systeme zu schreiben. Aber momentan, also die stattgeförderte Gruppen zeigen also wirklich, dass sie wirklich, also wie viele Leute können das verfügen über diese Fähigkeit, ja? Zum Beispiel also eigentlich einfach wie diese VPN-Filter-Angriff, ja? Die Ausnutzung ausgebettete Systemen, also das ist wie industrielle Ausrüstung, IoT und mobile Geräte, Automobilsysteme und andere, war früher eine exotische Fähigkeit. Heutzutage zeigen Cyberkriminelle und staatlich geförderte Bedrohungsakteure fortgeschrittene Fähigkeit bei der Ausnutzung dieser Systeme. Ein Beispiel ist der VPN-Filter-Angriff in 2018, bei dem weltweit mehr als 500.000 Klein- und Heimbüros Router verschiedene Marken und Modelle von ausgeklügelter modularer Malware mit mehrstufiger Nutzlast, Payload, angegriffen wurde. Und die Angreifer immer geschickter wurden. Wird es für sie einfacher, zum Beispiel wird es für sie viel einfacher jetzt, große Organisationen wie Hersteller oder Dienstleister auszunutzen, um Zugang zu einer kleinen Anzahl der von beabsichtigten Opfern zu erhalten. In einem aktuellen Beispiel haben die Angreifer zum Beispiel den ASUS-Software-Aktualisierungsprozess untergraben, um ihren böswilligen Schadcode zu verbreiten. Sie haben sogar den Compiler eingegriffen selber. Es stellte sich heraus, dass die Gegner lediglich in etwa 600 spezifischen MAC-Adressen von ASUS-Laptops oder anders ausgedrückt, an nur 600 beabsichtigten Opfern interessiert waren. Allgemein wurde für die Verwendung von Durchgangsopfern wie Hersteller oder vertrauenswürdige Dienstleister zu einer bevorzugten Methode der Angreifer, um Zugang zu ihren beabsichtigten Opfern zu erhalten. Im Jahr 2018 habe die Regierung der USA und Großbritannien Sicherheitsratschläge herausgegeben, um industrielle Steuerungssysteme und Betreiber kritischer Infrastrukturen von staatlich geförderten Angriffen zu warnen. Das Ziel der Angreifer ist, in die Infrastruktur anzudringen und eine Persistenz in der Infrastruktur einzurichten, möglicherweise für zukünftige Bedürfnisse.
Aber nicht nur cyberphysikalische Angriffe in sich selber, das ist, was wir gesprochen haben, führen zu physikalischen Schaden und können auch zu menschlichen Kosten verursachen. Also Ransomware, ja. Jetzt schauen wir uns diese, also das ist ein Beispiel von Non-Petya-Ransomware-Angriffen der Ukraine. Also cyberphysikalische Angriffe sind nicht die einzigen Angriffe, die Menschenleben in Gefahr bringen können. Am 27. Juni 2017 wurde die Ukraine am Vorabend des Verfassungsfeiertages von einem massiven Cyberangriff Non-Petya-Ransomware heimgesucht. Die Schadsoftware wurde über die Updates der populären Finanzsteuerungssoftware in der Ukraine verteilt. Sobald die Malware in das Netzwerk der Organisation geliefert wurde, verbreitete sie sich schnell über alle erreichbaren Computersysteme. Kassen, Lebensmittelgeschäften, Bankautomaten, medizinische Einrichtungen, Fahrkartenautomaten, kritische Infrastrukturen, industrielle Produktionsunternehmen, Ämter und Behörden, alle diese Systeme wurden durch die Malware zum Stillstand gebracht. Das Leben im Land ist in weniger als 24 Stunden seit Beginn des Angriffs fast vollständig zum Erliegen gekommen. Und zum Beispiel, das werde ich nicht vorlesen, ich lasse Sie lesen. Also, und das ist jetzt, haben wir plötzlich eine neue Art der humanitären Krise. Ja, und wir denken nicht über solche Systeme, wir wissen sie, wie kritisch sie sind. Ja, und diese Aufzählung sogar von solchen kritischen Systemen, es wird noch nie in irgendwelchen Staaten aufgeführt. Ja, das merkt man erst, wenn man Angriff hat. Perfekt. So, und das Problem ist auch bei Herausforderungen, bei Widerstellungen, wenn wir solche Situationen, das ist genau, was es der Vortrag gestern war, ja, von AG Kritis. Ja, das ist das Problem bei Widerstellung, wenn wir diese zum Beispiel in Großschadenslagen oder Katastrophenfällen, kann sehr, sehr, sehr lang dauern. Warum? Weil Infrastrukturwiderstellung ist sehr arbeitsintensiv. Es gibt wirklich wenig Training für das Personal, weil wegen Kostenersparungen. Meistens Unternehmen verlassen sich an Drittanbieter für die Wiederherstellung. Das bedeutet, im ganzen Land gibt es nur so viele Menschen, die das machen können. Ja, die Wiederherstellungsprozesse wurden kaum getestet in sich selber. Ja, was mache ich eigentlich erst, und zweites und drittes? Und sind meine Backups überhaupt noch lebendig? Häufig keine Backups. Ja, und das bedeutet, dass eigentlich diese humanitäre Krise kann tatsächlich erstehen aus solchem Angriff, weil man kann nicht die Infrastruktur, auch die kritische, so schnell wiederherstellen. Und jetzt kommen wir zu zweiten Punkt dieses Vortrages. Was denkt ihr, was fällt euch ein, wenn ihr von Rotem Kreuz hört? Also ich immer mir habe das mir so vorgestellt, irgendwelche nette, liebe Leute, die ganz schön lächeln und die zu mir rennen, wenn ich mein Bein breche. Aber eigentlich, das ist nur eine kleine Aufgabe von Rotem Kreuz. Also ich habe wirklich ein Glück gehabt, dass ich im 2018 wurde von dieser internationalen Komitee von Rotem Kreuz eingeladen, mit ihnen zu arbeiten. Ja, weil eigentlich sie kümmern sich um alle humanitären Krisen, genau solche, wie wir in der vorherigen Folie gesehen haben. Wenn solche Situationen in dem Land entstehen, dann sorgen sie schnell dafür, entweder mit Medikamenten oder, jetzt ist jetzt die neue Realität, vielleicht müssen sie jetzt irgendwelche Leute mit Computersystem haben, die dann sofort fliegen in das Land, ja, und dann helfen dann zum Beispiel, ich weiß nicht, diese Medikamente zu finden. Aber deswegen haben sie so ein
Also das ist jetzt, ja, das war die traditionelle humanitäre Krise. Das, ich habe Beispiel von der Ukraine genommen, weil wir haben diesen Krieg in Ostukraine, ja. Und dann gab es Probleme mit in Ostukraine mit dem Wasser. Sie haben sogar Chlorin dorthin gebracht und so weiter. Sie haben sogar eine neue Wasserleitung gebaut und so weiter. Aber das ist, war so traditionelle humanitäre Krisen. Ja, sie haben schon Erfahrungen, sie wissen, was zu tun, sie haben die Ressourcen, ja, zu reagieren. Und wenn wir von neuen Herausforderungen sprechen, ja, wie wieder diese Non-Peter, sie haben keine Ahnung, sie verstehen sogar nicht, welche Probleme es geben kann. Und welche Ressourcen müssen sie haben, um solche humanitäre Krisen zu mindern? Und ich war, also ich habe schon mehrmals beim Roten Kreuz, aber das Meeting war am 16. November 2018 in Geneva, wo wir haben, also sie haben viele wirklich geile Experten aus dem ganzen Welt eingeladen, um diese Potential Human Cost of Cyber Operations zu besprechen. Und ich war in dem Session von selbstverständlich kritischer Infrastruktur, ja, welche humanitäre Krisen können damit entstehen. Und das ist diese, ich habe einfach kurze Liste gemacht, weil ich wusste, ich kann nicht viel mehr darüber sprechen. Also was ist die neue Herausforderung für Roten Kreuz? Das ist ja, wie Angriffe, die Gesundheitsversorgung beeinträchtigen können. Angriffe auf kritische zivile Infrastrukturen, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit wesentlichen Diensten beeinträchtigen können. Dauerhafte Angriffe auf Internetinfrastruktur. Ihr wisst, Sie würden das nicht glauben, aber momentan, das Internet hat unser Leben so verändert. Zum Beispiel am ersten Tag der Krise, die Leute wollen kein Essen. Wasser, ja, selbstverständlich, wir müssen trinken. Sie wollen kein Essen, sie wollen Kommunikationen. Am ersten Tag wollen sie sich wieder vernetzt werden und sie wollen Nachrichten und sie wollen wissen, dass ihren Familien und Freunden, Bekannten gut geht. Das bedeutet, dass jetzt Priorisierung nicht ein Essen aus dem, ich weiß nicht, Flieger runterschmeißen, sondern Kabel verlagern und Internet wiederstellen. Also Cyberoperationen während des Bewaffnungskonflikts, das muss geregelt werden, ja, was ist erlaubt und wie viel, weil okay, in Bewaffnungskonflikt darf man benutzen, aber muss man das minimieren. Und jetzt auch, wie regeln wir das, ja, der Schutz, denn das bestehende humanitäre Recht bietet und mögliche Wege, um die menschlichen Kosten während Cyberoperationen zu senken, das ist, was jetzt Sie sich betrachten. Aber dieses Problemchen ist interessant, ja, dieses Non-Peter, was war auf Ukraine gezielt, ja, landesweiter Angriff ist eigentlich weltweiter Angriff geworden, weil alle Firmen, die Geschäfte in Ukraine führten, wurden auch betroffen. Ja, zum Beispiel Maersk hat unter 300 Millionen Wiederstellungskosten gelitten. FedEx, Maersk, Mondelez, ja, das liest man Mondelez, das amerikanische Unternehmen, das diese Snacks herstellt. Also sie alle wurden total lahmgelegt, ja. Und vor allem Merck und Mondelez, sie haben Insurance gehabt, Versicherung gehabt, Cyberversicherung gehabt. Und dann plötzlich kam es zu interessanten Situationen. Der Versicherer wollen nicht bezahlen. Sie meinen, hey, das war Cyberkrieg. Ja, weil normal die Politiker sagten, dass in der Ukraine das keiner Cyberkrieg war, das war einfach Cyberangriffe, das war nicht Cyberkrieg. Ja, und der Versicherer jetzt sagt, hey, wir bezahlen nicht, das war Cyberkrieg. Also war es Cyberkrieg oder nicht Cyberkrieg? Ja, was ist die Definition von Cyberkrieg? Es gibt überhaupt nicht. Und das ist auch Roter Kreuz und International Institute for Humanitarian Law. Sie beschäftigen sich damit, um diese neuen Gesetze zu verschaffen. Wir müssen das Cyberkrieg definieren und dann regulieren alles. So, also bis jetzt haben sie kein Geld bekommen. Ja? So, und das ist jetzt Zusammenfassung. Also, wie man schon, also zum Beispiel, das ist so von ZAN gibt es ICS Cyber Kill Chain. Und wenn wir schauen, like, develop einen Angriff,
Ja, es gibt keine weiteren Details. Ja, und das ist, was passiert hier, dort, ja. Und eigentlich, wenn ich dort arbeite, das ist eigentlich das schwierigste Teil des Angriffes. Und dann, das ist nicht optimal. Ja, das ist, wenn ich solche Angriffe entwickle, dann muss ich das, ich muss Signal Processing wissen, ich muss alle mir Piping Instrumentation Diagramms anschauen, Designs von Geräten, Chemie, ich muss alles Elektronik verstehen, ich muss Regelungstechnik verstehen und so weiter. Ich muss mit all diesen Sachen zusammenarbeiten, Steuerungsprogrammen, Netzwerkverkehr und so weiter. Und hier geht's weiter. Ich schreibe Algorithmen, ich muss reversen, ich muss meine Exploits in kleine Geräte einschleusen, ich arbeite mit Hardware, Testbeds und so weiter. Und also das ist überhaupt nicht einfach. Und was ich hier sagen wollte, das steht das irgendwo. So, die Verteidigung gegen einen ausgeklügelten Angreifer erfordert ausgeklügelte Verteidigungsmethoden. Zusätzlich zu den kanonischen IT-Sicherheitsmaßnahmen ist es wichtig, technische Ansätze aus dem Bereich der Prozess- und Steuerungstechnik einzubeziehen. So können zum Beispiel gefälschte Sensormesswerte durch Plausibilitäts- und Konsistenzprüfungen erkannt werden. Die gleichen Methoden, die auch für die Erkennung fehlerhafter Sensoren verwendet wurden. Algorithmen für die verbeugende Wartung können zur Erkennung früherer Anzeichen von Prozess- oder Gerätedegeneration verwendet werden, sodass die Bediener rechtzeitig angreifen können und den Angreifer daran hindern, seine zerstörende Mission zu beenden. So, dann zweiter Punkt, okay. Ja, der Ursprung des Triton-Angriffs wurde auf das Zentrale Wissenschaftliche Forschungsinstitut für Chemie und Mechanik in Moskau, Russland, eingegrenzt. Dies ist ein bisher nicht bekannter Modus operandi für offensive Operationen, bei denen ein Eindringungsteam näher an das Team von Ingenieuren herangeführt wurde und deutete auf die Bildung der multidisziplinären Team bei der Durchführung cyberphysikalischer Angriffe hin. Es ist zu beachten, dass die anderen Staaten auch schon angekündigt haben, dass sie über Fähigkeiten verfügen, zivile und kritische Infrastrukturen durch Cyberangriffe zur Zeit der politischen und militärischen Krisen zu behindern. Die Lage wird nicht besser, das habe ich schon gesagt, die Lage wird nicht besser, weil wir bauen alle unsere Sicherheitsmaßnahmen auf höheren Netzwerkschichten, weil wir denken, dass der Angreifer irgendwie durch die Front-Door-Firewall kommt. Aber lediglich meistens zunehmend kommen sie durch diese vertrauenswürdige Fernzugänge und Lieferketten. Also zum Beispiel vor kurzem Fortinet. Sie sagten, oh, es gab ein Backdoor, wir haben sie entfernt, benutzen sie uns weiter. Ja? Das war SSH-Backdoor. Ja? Und Fortinet baut auch Lösungen für industrielle Netzwerke. Und die letzte Folie ist das ist, was wir jetzt gesprochen haben, Verzögerung zwischen Regulierung und Angriffen. Wir haben gesehen, zum Beispiel zwischen Verteidiger und Angreifer gibt normalerweise 10 bis 15 Jahre. Also die Verteidiger haben 10 bis 15 Jahre Vorsprung. Und dann, als der Verteidiger erst die verstehen, was die Angriffe bedeutet, was wir jetzt haben, von was wir uns schützen können, was nicht. Dann nur versuchen wir, dass wir irgendwie das mit den Regulierungen und Gesetzen, ja. Dann gibt es noch irgendwelche Jahre der Rückstand. Und das bedeutet, dass zwischen Regulierung und Gesetze und dem Angreifer gibt es so eine große Zeitlücke, ja. Das ist der Angreifer schon, das ist zum Beispiel, wir haben gesehen, in 1999, wir wissen schon, dass staatlich geförderte Labors oder Staaten haben schon cyberphysikalische Fähigkeiten entwickelt, ja. Und wir nur jetzt sprechen, das müssen wir doch regulieren, ja.
Das ist 20 Jahre später. Und das ist ein großes Problem. Und das müssen wir jetzt irgendwie uns beschleunigen. Und ich denke, dafür hat Herr Manuel Atuch diese Veranstaltung gemacht. Das war's. Vielen Dank.